Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Juli 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wahrscheinlich spürt ihr die vielen kosmischen Spannungen, einfach weil ihr auch sehr empathisch seid und auch feinste Schwingungen mitbekommt. Aber trotzdem hat der Kosmos für euch reichlich Lebensfreude, Romantik und tollen Sex für den Juli vorgesehen. Wenn ihr euch nicht in die Konflikte anderer hineinziehen lasst, kann es ein sehr erfüllender Monat für euch werden. So, jetzt noch ein kleiner Hinweis. Es gibt auch diesmal wieder was zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos. Und kommen wir jetzt zu einem Erlebnishintergrund, zu den langwirkenden Aspekten. Und da wäre als erstes die Konjunktion mit Neptun, eurem eigenen Herrscherplaneten. Der steht in den Fischen und lässt euch besonders fantasievoll, verspielt und romantisch wirken. Also eure ganzen Eigenschaften, die euch halt so süß und verführerisch machen, werden dadurch nochmal sehr verstärkt. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich auch schon, dass Neptun auch dafür stehen kann, dass man ein bisschen verwirrt, verpeilt und verträumt ist. Deswegen kann es eben auch sein, dass ihr manchmal regelrecht nicht so ganz von dieser Welt zu sein scheint. Das wirkt meistens sehr charmant, aber ihr müsst halt manchmal trotzdem einfach auch ein bisschen auf euch selber Acht geben, dass ihr den Fokus nicht aus dem Auge verliert, ne? Aber es ist trotzdem auch ein, also liebestechnisch zumindest ein sehr schöner Aspekt, weil man kann sich damit wunderbar verlieben und hat eben auch eine ganz, ganz tolle Wirkung auf andere. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und dem 7. März Geburtstag haben. Das überschneidet sich zum Teil etwas mit der Lilith, die steht im Quadrat zu euch. Also hier haben wir den Neptun, dann haben wir hier aus dem Schützen die Lilith im Quadrat zur Fischesonne. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. In euch drin kann der anzeigen, dass bestimmte verdrängte Anteile, so Instinkte, vor allen Dingen die weibliche Kraft betreffen, jetzt an die Oberfläche drängen und vielleicht ist das auch nicht so angenehm, denn dann muss man sich eingestehen, dass man vielleicht einen Teil seiner Weiblichkeit nicht wahrgenommen, nicht angenommen hat. Das sind so Prozesse, die jetzt anstehen. In der äußeren Welt kann es heißen, dass ihr eine schwierige Frauenfigur in eurem Job habt, vielleicht eine schwierige Chefin auch oder eine schwierige Situation mit Frauen in der Chefetage. Das kann es eben auch bedeuten. Und dieses Quadrat spüren die Geburtstagskinder vom 4. bis zum 11. März. Dann haben wir das Sextil zu Pluto. Der steht für euch hier im 11. Haus der Freunde und kann tatsächlich auch anzeigen, dass ihr jetzt sehr einflussreiche Freunde und Unterstützer findet und dass ihr eben durch die Arbeit mit Freunden, aber auch mit Gruppen, also auch politischen Gruppen, ein Stück vorankommt und zu Einfluss gelangt auch. Manche Fische bekommen dadurch auch mehr Ecken und Kanten und mehr Profil. Über diese ganze Psychologie habe ich auch natürlich ganz ausführlich im Jahreshoroskop gesprochen. Das ist ja ein ganz langfristiger Aspekt. Könnt ihr euch auch da vielleicht nochmal anschauen, wenn euch das interessiert. Diesen Aspekt haben in diesem Monat die Geborenen zwischen dem 6. und dem 11. März. Und dann ist auch noch wichtig das Quadrat zu Saturn. Er steht auch für euch im Schützen im 10. Haus. Immer näher an der Lilith dran. Ist auch in der äußeren Welt häufig ein schwieriger Aspekt, wenn man mit Chefs, Autoritätsfiguren zu tun hat, die sehr anstrengend sind, sehr viel verlangen, vielleicht auch ungerecht sind. Und innerlich ist es eben auch oft eine Phase mit innerer Unzufriedenheit oder wo man sich so vor Augen führt, was alles jetzt so nicht geklappt hat. Das kann eben auch in der Beziehung natürlich sein. Das macht viele Fische eben auch unsicher oder auch überkritisch, das kann auch passieren. Oder man hat vielleicht einen Partner, der besonders kritisch ist. Wenn ihr das spürt, müsst ihr euch eventuell damit auseinandersetzen und vielleicht wirklich auch mal ins Gespräch gehen, worum es denn da wirklich geht. Und dieses Quadrat spüren in diesem Monat die Geburtstagskinder zwischen dem 10. und dem 16. März besonders, also die Sonne in diesen Graden haben. Genau, so kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Es geht ja los mit dem Neumond vom 24. Juni. Das habe ich ausführlich im Juni-Horoskop besprochen. Schaut doch da gegebenenfalls nochmal rein. Jedenfalls findet der für euch statt im 5. Haus der Lebensfreude. Und das ist natürlich erstmal super gut. Da sammeln sich alle Planeten. Und auch jetzt am 1. Juli sind noch Mars, Sonne und Merkur für euch im 5. Haus im Krebs. Und das alles in einem guten Trigonaspekt zur Fischesonne. Das sollte euch viel Schwung geben. Das ist gut für Romantik, für die Lebensfreude, auch für sportliche Aktivitäten hier mit Mars.
im fünften Haus für kreative Hobbys. Also da liegen jetzt 4 kreative Wochen vor euch, wo ihr mit Schwung an die Sache rangeht. Und der Mars beginnt das Trigon in der zweiten Dekade Fische jetzt und auch die Sonne geht in die zweite Dekade. Dann habt ihr die Venus am Anfang des Monats noch in einem schönen Sextil zur Fischesonne stehen, in der dritten Dekade auch sehr angenehm. Also so geht es los. Und dann haben wir vom 1. bis 5. Juli eben eine Situation, habe ich auch in der kosmischen Schwingung angesprochen, das solltet ihr euch auch anschauen, wo eben viele Leute echt so ein bisschen ausflippen. Da haben wir nämlich Mars-Pluto in Opposition, das ist eine schwierige Konstellation und da wird es bestimmt auch viel Krach geben in allen möglichen Beziehungen. Dinge werden sehr emotional gehandhabt. Jetzt stehen die beiden Planeten aber zur Fischesonne jeweils in einem einigermaßen harmonischen Aspekt. Ja? Der Mars im Krebs, Trigon zu euch ist das. Das seht ihr hier, dieses blaue da, dieses blaue Dreieck ist das Trigon und gleichzeitig der Pluto im Sextil. Also das sind zwei Aspekte, mit denen kommt ihr erstmal klar. Deswegen vermute ich, dass ihr vielleicht nicht selbst betroffen seid, sondern eher als Freunde oder Vermittler gefragt seid. Und das müsste euch eigentlich ganz gut gelingen, weil ihr seid ja eben sehr empathisch und mitfühlend und könnt bestimmt dem einen oder anderen helfen, die Situation ein bisschen zu entschärfen. Besonders Steinböcken und Krebsen, die sind besonders betroffen, aber auch Waage und Widder. Wenn ihr also Freunde und Bekannte oder vielleicht eben auch einen Flirt oder Partner aus einem dieser Zeichen habt, müsst ihr damit rechnen, dass die gelegentlich mal ein bisschen ausrasten. Und dann solltet ihr das nicht persönlich nehmen, nicht empfindlich getroffen sein, sondern wirklich eure mitfühlende Ader ausspielen und da helfen und versuchen, die Wogen ein bisschen zu glätten. Ja? Das ist also besonders der Fall vom 1. bis 5. Oktober. Vom Sonnenhaus her könnte man noch sagen, also es ist ja euer Haus der Sexualität und Lebensfreude und gleichzeitig hier mit Pluto. Pluto Mars da kann es eventuell, wenn ihr eine Romanze habt oder auch eine Beziehung, kann es eventuell so um so sexuelle Unterwerfung und so Fetischgeschichten gehen. Das könnte eventuell noch ein Thema sein für euch, aber lasst euch nichts aufzwingen. Also lasst euch da nicht unter Druck setzen. Macht nur, wo ihr auch dahinter stehen könnt. Genau. Trotzdem gibt es eben für euch auch Top-Tage in dieser Zeit, nämlich am 3. und 4., wo ihr einen Wunschpartner also wirklich mühelos um den Finger wickeln könnt oder wo ihr eben vielleicht auch ein ganz tolles sexuelles Experiment erleben könnt, denn Sexualität ist ja sehr groß geschrieben für euch. Ne? Habt ihr ja eben starke Planeten in dem Bereich stehen und da gibt es einiges zu erleben für euch. Und besonders am 3. und 4. ist das sehr schön gestellt von den Sternen her. Und noch bis zum 7. Habt ihr dann überhaupt eine sehr starke Romantikphase, denn da haben wir also die Sonne und Neptun hier in einem schönen Aspekt und die ganze Energie geht ja dann eben ins Fischezeichen rein. Sehr romantische Phase. Vielleicht auch mit Tantra, eben Sexualität, Spiritualität, dass ihr das zusammenbringt oder dass ihr das eurem Partner nahebringen könnt. Also ich denke mal, da gibt es auch viel für euch zu genießen, selbst wenn alle sich rings um euch streiten oder ausflippen. Also ich denke mal, ihr werdet da eher so die interessanten und intensiven Momente mitnehmen können. Genau. Dann am 5. Juli geht die Venus übrigens in die Zwillinge. Das ist dann für euch ins vierte Haus, Familienbeziehungen, stärkt das und bringt da Harmonie und Heiterkeit rein. Venus in Zwilling ist eine sehr heitere und angenehme Konstellation, also Sommerfeste und solche Sachen dürften euch Spaß machen. Und dann haben wir am 6. Juli den Merkur, der geht dann ins Zeichen Löwe. Und dann beginnt am 8. diese kritische Phase mit dem Vollmond. Der ist ja dann am 9. morgens ganz früh, also in der Nacht, Samstag auf Sonntag, den 9. und da ist auch wieder diese Achse bei euch ausgelöst, Freundschaft und Romantik oder eventuell geht es eben auch tatsächlich um sexuelle Tabugrenzen zu überschreiten. Das ist, wie gesagt, alles schön und gut, wenn ihr da mit einverstanden seid und aber ich würde euch raten, in dieser explosiven Stimmung auch nicht irgendwelchen Experimenten zuzustimmen, wo vielleicht noch Dritte beteiligt sind oder wo ihr wisst, oh, da ist jemand verliebt, aber hat noch einen Partner und so. Na, ich habe ja gesagt, also ihr dürft euch da nicht reinziehen lassen, solange ihr es schafft, einfach zu vermitteln und eben wirklich auch die Mitfühlenden zu sein, die jetzt den anderen helfen, ist es fein, aber Fische neigen eben auch dazu, dann passiv zu sein und dann sind sie plötzlich in so einem Strudel der Ereignisse. Oder es kann auch passieren, dass ihr so ein Ereignis auslöst, weil vielleicht zwei Leute auf euch scharf sind und ihr nicht so recht
euch entscheidet oder das alles so ein bisschen offen lasst. Da könnt ihr eben auf passive Art dann auch dazu beitragen, dass eine Situation entgleist, und deswegen müsst ihr da sehr bewusst sein. Fahrt mal eure Antennen aus und schaut mal, wie ihr da mit dazu beitragen könnt, die Wogen zu glätten. Ne? Gerade eben um den Vollmond rum. Genau, so, dann Freitag, der 14. ist ein Top-Tag für euch. Schöner, kuscheliger Tag, sowohl für feste Beziehungen als auch für Flirts, aber vor allen Dingen eben auch in einer festen Beziehung, so im Bett und im Alltag, denke ich, ist das ein besonders schöner Tag für euch, dieser Freitag. Und der 18. ist auch nochmal top für glückliche Familienbeziehungen und um die tiefe Verbundenheit mit dem festen Partner zu spüren. Sehr schöner Tag für euch. So, vom 15. bis 20. haben wir dann aber auch wieder diese kritische Phase, die ich in der kosmischen Schwingung schon angesprochen habe. Wenn nämlich hier der Uranus eine harte Spannung mit Sonne und Mars hat, die ja für euch wiederum gut stehen, ja, aber das kann zum Beispiel heißen, dass es Streit ums Geld gibt oder dass eine schöne Situation, die eben auch vielleicht sexuell sehr schön ist, durch eine finanzielle Problematik gestört wird. Wie auch immer, das ist 15. bis 20., da merkt euch, dass das auch eine Zeit, in der man nicht überstürzt handeln sollte, nicht überstürzt was beenden sollte, was auch immer es sein mag. Ne? Könnt ihr euch dann auch in der kosmischen Schwingung nochmal genau anschauen. Ja, so, dann geht es weiter mit dem Mars, der geht dann am 20. in den Löwen in euer sechstes Haus, und am 22. dann um 17.15 Uhr geht auch die Sonne ins sechste Haus für die Fische. Und das bedeutet, ach ja, und am 23. ist ja dann eben auch der Neumond hier bei euch, alles im sechsten Haus. Und dann ist das eine Phase, wo es um neue Impulse für eure Gesundheit geht, vielleicht eine neue Organisation eures Alltags, neue Diät, neuer Sport. Und dabei kann man ja dann natürlich auch wieder neue Leute treffen, weil ja auch für euch der Mondknoten im sechsten Haus ist, und das bedeutet Begegnungen. Ne? Also ihr begegnet Leute, indem ihr euren Alltag neu organisiert. Und gleichzeitig haben wir ja dann hier Venus, erst Lilith und dann Saturn. Da ist also ganz stark diese Achse ausgelöst, eure Familienbeziehungen und die beruflichen Herausforderungen, die ihr so zu meistern habt. Und vielleicht ist es dann eine gute Idee, da sich nochmal zu unterhalten und zu überlegen, wie können wir das gerecht verteilen? Also wie können euch vielleicht auch Familienmitglieder helfen? Oder eben, wie könnt ihr das mit eurer Familie gerecht aufteilen, die Belastungen? Da wird es ja in diesem Monat auch öfter drum gehen. Das habe ich ja in der kosmischen Schwingung erläutert. Genau. Am 26. Juli geht der Merkur in die Jungfrau, damit in euer Partnerhaus. Da kommt dann auch wieder Gesprächsstimmung auf. Man hat dann auch wieder Begegnungen. Das bedeutet, da ist auch eine gute Energie im Partnerhaus ab dem 26. Und dann noch eine gute Nachricht zum Schluss. Am 31. geht die Venus in den Krebs und damit in euer fünftes Haus und belebt dann nochmal das Thema Sexualität und Lebensfreude eben dann auf die Venusart. Also dann ist es vielleicht nicht so wild und intensiv, aber dafür irgendwie süßer, schmusiger und eben auch beziehungsbetonter. Da geht es nicht so, also Sex ja, aber es geht dann eben wirklich auch um die Beziehung, die man dann entwickelt, und vielleicht eben auch um neue Beziehungen, die man durch kreative Tätigkeiten entwickelt. Das ist dann eine sehr schöne Zeit für euch. Ja, soweit also die Konstellationen im Juli für die Fische. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich natürlich für euch da. Ihr findet mich auf meiner Webseite www.antonialangsdorf.com und könnt da auch eine Beratung buchen oder über mein Kundentelefon. Und ihr habt auch die Möglichkeit, an meinem Webinar teilzunehmen, wo ich für jeden Teilnehmer eine Frage zum persönlichen Horoskop beantworte. Die nächsten Termine, also Antonias Sterne, ne, die nächsten Termine sind am 23. Juni und am 28. Juli. Ja, und die Verlosung, diesmal wieder 15 Minuten Kurzberatung, hat sich bewährt, weil ihr euch dann das Thema auch aussuchen könnt, um das es geht. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt mir doch bitte einen netten Kommentar hier auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Zum Schluss gibt es noch ein paar Videotipps, vielleicht auch nochmal das Mondknotenvideo folgt eurem Herzen für euch. Damit verabschiede ich mich für diesmal. Wir sprechen uns und sehen uns im August wieder hoffentlich, und bis dahin alles Gute mit den Sternen.